So, Schwarmsager bei der Schwäbischen Hallmeisterschaft 2014 zum ersten Mal nach den neuen Regeln Futsal genannt. Hier bei mir Thomas Holzapfel, Trainer, neuer Trainer beim FC Lauingen in der Bezirksliga Schwaben Nord. Ja, Thomas, herzlich willkommen. Dankeschön. Hier erstmal bei der Endrunde. Ja, neuer Coach, ich habe es angesprochen, beim FC Lauingen. Momentan Platz 15 mit 13 Punkten. Ihr kämpft gegen einen Abstieg. Ja, komischerweise vier Mannschaften steigen direkt ab, was das Ganze nicht leichter macht. Ja, Platz 13 spielt die Relegation. Das sind für euch dann 3 Punkte gut zu machen. Wie kam es zu deinem Engagement beim FC Lauingen, Thomas? Also ich habe ja zuerst noch in SV Münster trainiert und habe dann aber im beiderseitigen Einvernehmen aufgehört. War halt nicht so, weil ich da schon ein paar Mal war, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und habe dann über den Kontakt über den Fuchs Lugger, der Torwarttrainer ist, mit dem ich ja früher beim FC in der A-Jugend gespielt habe, der hat mich dann wohl ein bisschen ins Gespräch gebracht. Habe dann ein sehr angenehmes und gutes Gespräch gehabt mit dem Verantwortlichen. Und ja, dann ist es irgendwie so zustande gekommen, dass ich jetzt eigentlich über die Hallische die Mannschaft übernehme. War eigentlich zuerst geplant in der Rückrunde Beginn, also Vorbereitung im Februar, aber nachdem das dann ein bisschen auseinandergelaufen ist, habe ich das ja seit 1.12. jetzt eben übernommen und naja, jetzt bin ich halt mal in der Halle ein bisschen mit drin und am 3.2. legen wir dann draußen los. Ja, du sagst es, ein bisschen mit drin, ist gut gesagt, ihr spielt hier Endrunde, hier in Günzburg. Zum ersten Mal nach den Futsalregeln. Was haltest du davon? Also ich war zuerst sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vor Jahren einmal ein Futsalturnier gespielt und da war das mit den Schiedsrichtern nicht so eng und das war eigentlich nichts Genaues, aber bin eigentlich positiv überrascht. Die Schnelligkeit vom Spiel, die Intensität ist unglaublich hoch, macht auch richtig Spaß, weil der Körperkontakt, ich bin ja eigentlich ein Gegner von der Bande, weil einfach die Verletzungsgefahr meines Erachtens nach zu gut ist und darum spielen ja auch viele Gute eben nicht in der Halle. Aber jetzt mit der Futsalregel finde ich es gut, wenn die Schiedsrichter das konsequent sauber durchziehen und sie dann halten, dann halten sie die Spieler dran und dann glaube ich, könnte das auf Jahre hin wirklich auch wieder so ein kleiner Magnet im Winter werden. Lass uns zurückkommen zum FC Lauingen. Freiluftsaison, jetzt geht dann die Vorbereitung los. Wieso schafft der FC Lauingen den Klassenerhalt in der Bezirksliga, Thomas? Also ich muss wirklich sagen, vom Umfeld her und von der Mannschaft her wirklich ganz klasse. Nicht, weil ich jetzt der Trainer bin, sondern wirklich auch im ganzen Landkreis Dillingen, Lauingen, Gundelfingen, Glött. Also wirklich Lauingen, eine ganz tolle Adresse, auch vom Management her, Abteilungsleiter, Vorstand. Mannschaft ist intakt, klasse. Waren ein paar Kleinigkeiten, wo es nicht passt hat. Jetzt müssen wir nochmal anziehen. In der Rückrunde, klar, wird unheimlich schwer und wir spielen vom ersten bis zum letzten Spieltag gegen einen Abstieg. Das Minimalziel wäre der Relegationsplatz. So realistisch bin ich und das weiß auch die Mannschaft. Und naja, wir brauchen einen guten Start. Und dann hoffe ich mal, dass mit ein bisschen neuen Schwung vielleicht von mir noch und die Mannschaft nochmal auf die alten Tugenden sich besinnt, dass wir rauskommen unten. Und das wäre natürlich eine Riesensache, wenn wir die Bezirksliga halten, weil jetzt sind sie aufgestiegen und der gleich wieder Abstieg ist immer ein bisschen schwierig dann. Wir versuchen alles, wir werden gut vorbereitet in das erste Punktspiel gehen und wenn die Jungs mitziehen, bin ich guter Dinge, dass wir es schaffen. Ja, so Platz 15 im Winter zieht oft personelle Wechsel mit sich. Gibt's neue Spieler? Also momentan aktuell nicht. Ein Spieler hat uns verlassen, er geht wieder zu seinem Heimatverein zurück. Das war auch beruflich von ihm so gewünscht. Er kann nicht mehr so viel Aufwand betreiben für die Bezirksliga, geht wieder Stücke runter. Momentan noch nichts an Verstärkungen. Ich hoffe und denke, dass wir mit dem Kader durchkommen. Vielleicht ergibt sich nur das eine oder andere, aber es ist natürlich schon relativ spät und du weißt ja selber, die Jungs sind relativ teuer im Winter und keiner lässt natürlich einen, der richtig gut ist, gehen, der die dann auch weiterbringt. Und wir haben 17, 18 gute Leute und Ergänzungsspieler brauchen wir keine. Ich glaube nicht, dass noch was kommt, aber mal schauen, vielleicht gibt es hier noch was. Thomas, auf dem Weg. Viel Spaß hier bei der Endrunde in Günzburg. Grüßen wir meine Freunde aus Lauingen. Ihr dürft da mal ein halbes Jahr spielen. Wir haben damals ebenfalls gegen einen Abstieg gespielt. Waren am Ende, glaube ich, Dritter. Wir sind fast nur aufgestiegen. Also die Jungs haben Erfahrung in der Geschichte. Wir von Schwabensauger wünschen euch alles Gute. Auch hier bei der Endrunde. Und wie gesagt, alles Gute. Danke. Alles klar. Danke dir.